In der heutigen Newsfolge handelt es sich um folgende Themen: Formel 1 dementiert Gerüchte um Campos-Team, Heizdeckenverbot erst 2023, Russell-Ausfall geklärt. Was genau, erfahrt ihr in 9 Sekunden. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Gestern hatte ich darüber berichtet, dass Campos Racing F1 in die Formel 1 einsteigen möchte, doch das Formula One Management hatte mitgeteilt, dass es keine ernsthaften Diskussionen mit Personen und Firmen über die Zulassung eines neuen Teams gibt. Neue Teams müssen, wenn sie in die Formel 1 einsteigen möchten, sowohl 20 Millionen Dollar in Paris hinterlegen und einen Geschäftsplan von 5 Jahren vorlegen, der überzeugend ist. Damit will die FIA manchen Möchtegern-Teams abschrecken. Die FIA möchte gerne wieder 12 Teams in der Formel 1 haben und möchte 2 zusätzliche Plätze ausschreiben, wenn die Zeit dafür reif ist. Wenn jemand Großes bzw. ein Hersteller in die Königsklasse einsteigt, fällt die Prüfung für denjenigen wiederum leichter. Auch der russische Milliardär Boris Rotenberg möchte SMP Racing in die Formel 1 führen, so die Gerüchte aus Sochi. Eigentlich sollten die Heizdecken ab 2021 verboten werden, doch einige Teams und auch Pirelli waren von dem Plan nicht überzeugt. Es sieht so aus, als ob das Verbot erst 2023 gilt. Als Argument werden die 18 Zoll Reifen genannt, da sie eine Unbekannte für Teams und den Reifenhersteller sind. Wenn man sie einführt, käme ein neuer Faktor hinzu und das Risiko wollen nicht alle eingehen. Nur Alfa Romeo Teammanager Bea Zehnder spricht sich für das Verbot aus. Als Begründung nennt er die Durchschnittskosten von 500.000 Euro pro Jahr und mehr Action auf der Strecke. Wie seht ihr das? 5 Tage nach dem Russland Grand Prix ist es endlich geklärt, warum George Russell in Sochi ausschied. Es gab ein Problem mit der rechten vorderen Radmutterhalterung, wodurch das Rad nicht 100%ig drauf montiert war und er in die Tech-Pro-Barrieren fuhr, was unter virtuellem Safety Car passierte. Kommen wir zu Mikes Meinung. Zu der Sache mit Campos Racing F1 kann ich nur sagen, dass ich enttäuscht bin. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie genau das Team wären, was die Formel 1 aufgrund ihrer Organisation mit Fahrer, Personal und Finanzierung sucht. Aber laut Ross Brawn kommt vor 2022 kein neues Team in die Formel 1. Meiner Meinung nach dauert das zu lange. Was die Formel 1 Boliden brauchen, ist ein Sensorensystem, welches grünes Licht gibt, wenn das Rad 100% befestigt ist. Denn dadurch gäbe es auch weniger Ausfälle. Es ist schon so oft passiert und man muss endlich mal etwas dagegen unternehmen. Und nun zum Community-Kommentar. Bryce hat folgenden Kommentar unter mein neues Team aus Spanien-Video geschrieben. Das neue Team klingt gut, aber ich habe das Gefühl, dass das Team sehr schnell wieder ausscheiden wird und sich nicht lange hält. Meiner Meinung nach müssen mehr Hersteller in die Formel 1 und nicht noch weitere Privatteams. Ich habe ganz bewusst deinen Kommentar zum Community-Kommentar gemacht. Wann ist der letzte Hersteller in die Formel 1 gekommen? Das ist schon Ewigkeiten her. Schau dir mal die Formel E an und wie viele Hersteller dort an den Start gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Elektroserie Priorität bei den Herstellern hat, denn nicht umsonst sind in der neuen Formel E-Saison 2 neue Hersteller dabei, Mercedes und Porsche. Die Wahrscheinlichkeit, einen neuen Hersteller in die Formel 1 zu holen, ist gering, aber hoffen wir mal das Beste. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao.